Genesis 2.0 verbindet eigentlich zwei Welten miteinander, die nichts miteinander zu tun haben im ersten Moment. Es ist eine Welt von Menschen, die ihr Leben riskieren am Ende der Welt und sich auf die Suche nach Mammutstoßzähnen machen. Древний человек сотни тысяч лет жил вместе с мамонт. Das ist ein Goldrausch-Geschichte. Und manchmal finden sie mehr als nur einen Elfenbein-Stoßzahn. Manchmal finden sie ein ganzes Kadaver eines Mammuts. Und dann kommen Menschen in den Film hinein, die eben mit unserer Zukunft zu tun haben. For the Industrial Revolution with energy, it was the machine. For us, it's the cell. It's gonna change everything. Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich ein Buch gelesen habe, das heißt Regenesis. Es ist von George Church, ein Superstar in dem Feld der Genetik. Ich habe überhaupt nicht an einen Film gedacht. Aber währenddem ich ein Kapitel las, wo es um die Wiederauferstehung des Wollhaar-Mammuts ging, habe ich Fotos entdeckt, die eben auf der neusibirischen Insel entstanden sind, von diesen Mammut-Stoßzahnjägern. Und ich wusste innerhalb von Sekunden, das ist mein nächster Film, weil es hat miteinander zu tun. Diese Welt, die so ursprünglich ist und so sehr mit unserer Vergangenheit zu tun hat, ist verlinkt mit der Zukunft. Mit Geschichten, die dazu zu tun haben, dass man eben das alles, was lebendig ist, durchscannen wird und verändern wird und editieren wird und eben auch das Wollhaar-Mammut wieder zum Leben erwecken will. World famous molecular engineer and geneticist George Church. He wants to bring a woolly mammoth back to life. Out of a petri dish. Hopefully, Mammoth. Das Drehen in der Arktik ist nicht nur sehr gefährlich, es ist ja auch ein Feld, wo man wirklich wissen muss, was man tut. Also man muss sich da auskennen. Und ich hatte das Glück, mit einem jungen Menschen aus Jakutsk zusammenarbeiten zu können. Das ist eine der besten Erfahrungen meiner Karriere. Er ist 27 jetzt, Maxim Arbugaev. Und er ist da geboren und er ist jetzt in der Filmschule in Moskau. Und es war fantastisch, weil ich selbst habe gar keinen Zugang zu diesen Inseln, weil Putin da wieder eine Militärbasis eröffnet hat. Man hat keine Straßen, man hat keine Polizei, es gibt eigentlich nichts. Also wir hatten 800 Kilogramm Expeditionsmaterial, wir hatten Waffen, weil es ja auch Eisbären gibt. Aber es war eben auch so, dass ich wusste, Maxim kennt sich da aus, er tut nichts Unvorsichtiges. Und er war wirklich, wirklich integriert in diese Gemeinschaft von Männern, die da nach diesen Stoßzähnen sucht. Und es ging schlussendlich sehr gut. Aber einmal ist ihm zum Beispiel die Kamera ins Wasser gefallen. Und er musste 3 Tage lang über einer kleinen Gasflamme zusammen mit seinem Assistenten, ein hat geschlafen, der andere hat die Kamera über dieses Gas gehalten. Ich spreche von 3 Tagen und Nächten und am Schluss ist sie wieder da gewesen, sie hat wieder funktioniert. Ich mache Dokumentarfilme, das ist mein Leben. Ich bin neugierig, ich kann meine Neugier ausleben. Im Dokumentarfilm kann ich mich auch eben sehr viel länger mit einem Thema beschäftigen, was als Journalist so nicht gehen würde. Niemand würde das bezahlen. Ich liebe das. Man muss hartnäckig sein als Dokumentarfilmerin, als Dokumentarfilmer. Aber ich mag diesen Aspekt. Also ich mache alle 4 Jahre einen großen Film. Ich fühle mich sehr privilegiert, dass ich das machen kann. Ich kann meine Neugier ausleben, meine Kreativität und ich kann davon leben. Mein Gott, das ist einfach schön. Ich fühle mich sehr, sehr happy damit. Baby Mamas. Oh la la, excellent. It's invaluable. God's word is still imperfect, but if we work together, we can make God perfect.